Ich habe geplant, dass ich mit 40% Belegung anfange. Dem war nicht so. Ich habe die Akquise vollständig in die Hände von jemand anders gegeben, in die künftige pädagogische Leitung und habe mich zu wenig drum gekümmert und auch zu wenig informiert und bin tatsächlich mit 13 Kindern gestartet, was natürlich fatal war. Und diese 13 Kinder sind zu uns gekommen aufgrund der pädagogischen Leitung, die auch nicht gestartet ist, sondern die vorher, von der ich mich vorher getrennt habe. Und dann war es ziemlich schwierig, diese Eltern trotzdem davon zu überzeugen, dass diese Kita, die noch in ihren Startschuhen steckt, trotzdem das ist, was ihnen versprochen wurde. Und da habe ich tatsächlich über jedes Elternteil gekämpft, weil wir da oder weil ich da ja aus einer sehr turbulenten Situation herausgestartet bin. Und das war auch der Punkt, wo ich dann selber die Kita übernommen habe und jede Besichtigung selber gemacht habe und die Eltern davon überzeugt habe, dass das, was wir machen, das ist, was ja, was gut ist.